Ja, hallo und herzlich willkommen beim Adeptus Stammtisch und zu einem neuen Total War Warhammer 3 Preview. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen auf der Website von Shock 2. Ich habe einen Artikel zu dem neuen Addon geschrieben. Und ich habe mir gedacht, ich werde euch natürlich auch nochmal alles visuell zeigen hier bei uns auf dem Kanal. Und ja, deswegen sind wir schon direkt im neuen Startscreen, der mir übrigens sehr, sehr gut gefällt, meine Herren. Genau. Was ist jetzt rausgekommen für Total War Warhammer 3? Für die von euch, die das nicht mitbekommen haben. Wir haben zum einen endlich die Immortal Empires Kampagne, allerdings noch in der Beta, da gehe ich aber später drauf ein. Wir haben einen neuen Chaoskrieger DLC, also die 2.0 Version nach Total War Warhammer 1. Und wir haben den Blood and Gore Patch, der ist jetzt vielleicht nicht so das Wahnsinns-Aushängeschild, aber wir haben ihn, ne? Und ja, ich würde sagen, wir gehen direkt mal rein. Und zwar, wenn wir uns das hier anschauen wollen, gibt es jetzt die Reiche der Unsterblichen in der Beta. Das wollen wir natürlich spielen, weil das ist die einzig wahre Kampagne. Und ihr seht schon hier, wir haben jetzt hier alle Kommandanten, die es gibt. Auch aus Teil 1 und 2 eben, ne? Also natürlich aus Teil 1 und 2 so, aber auch alle DLC-Charaktere, wie hier diesen Markus Wohlfahrt oder den Volkmar, den Grimmigen. Und wenn wir hier oben das Volk ändern, dann haben wir alle Fraktionen, die bis jetzt verfügbar sind. Natürlich alle aus Teil 1, alle aus Teil 2 mit ihren entsprechenden DLC-Kommandanten, wenn man die gekauft hat. Und dann haben wir die Wahl aus allen verfügbaren Truppen, die wir quasi spielen können. Ich habe jetzt mit dem neuen Chaoskrieger DLC angefangen, weil der eben auch neu war. Das ist dann dieser hier. Und ihr seht schon, wir haben jetzt hier einige neue legendäre Kommandanten bekommen. Wer den Chaoskrieger DLC Teil 1 hat, der bekommt Zugriff auf Archeon the Everchosen, Kolex Sun Eater, Prinz Siegwald und Belakor, wenn man Total War Warhammer 3 hat. Der ist auch Teil des ersten DLCs noch. Und wer jetzt den Chaoskrieger 2.0 DLC kauft quasi, der bekommt Zugriff auf Azazel, Dr. Festus, Valkyr the Bloody und Filich, der Verfluchte, The Cursed One. Gucken wir uns mal die Karte an. Das ist die gesamte Spielwelt von Immortal Empires. Alle drei Spiele zusammen. Und ich kann euch verraten, oh mein Gott, ist das viel. Genau, Archeon startet hier oben in den Chaoslanden, das kennen wir. Kolex Sun Eater ein bisschen weiter unten. Siegwald startet oben in Norskar, das ist ganz spannend, weil da ja auch in den Büchern seine Festung ist. Azazel in Norskar. Festus mitten im Imperium, was ich auch sehr cool finde. Valkyr the Bloody auch oben in Nagaroth. Filich startet über Kassai, in einer ganz anderen Ecke. Und Belakor startet in Albion. Da fällt mir gerade auf, in Albion war vorher von den Dunkelelfen der Dude mit den Beasts. Mit den Monstern. Wo ist der denn hier? Dunkelelfen. Rakarth, genau. Der startet jetzt unten im Dschungel. Das ist spannend. Ansonsten sind viele Startplätze gleich geblieben. Gucken wir mal hier, was war denn früher auch mal so eine prägnante? Nehmen wir mal Teclis. Ah, Teclis startet jetzt in Arabai unten. Spannend. Oder sonst hat sich nicht viel geändert. Genau. Okay, nee, aber genau, dann wisst ihr jetzt Bescheid. Wir haben jetzt hier diese große Karte. Die große Karte mit Immortal Empires hat ungefähr 172 Fraktionen. 300 Provinzen. Ne? Zur Erinnerung, Provinzen heißt immer mehrere Städte und kleine Zonen zusammengelegt. In der Regel 2 bis 4. Ich gehe mal davon aus, ich habe es noch nicht hochgerechnet, wie viele es wirklich sind, beziehungsweise habe auch keine offiziellen Zahlen gefunden. Es sind so wahrscheinlich etwas um die 1000 bis 1500 Städte, die man erobern kann. Genau, dementsprechend würde ich sagen, wenn wir jetzt einfach mal in meine Kampagne gehen. Ihr seht das hier schon, die hat 7 Stunden Spielzeit zu diesem Zeitpunkt. Und schauen uns das Ganze nochmal näher an. Genau, da sind wir jetzt in meiner Kampagne.
Ich habe mich für Valkyria the Bloody entschieden. Das ist die Dämonenprinzessin von Khorne. Und oh Gott, ich finde sie gerade nicht. Wo ist die gute Dame denn? Das ist Breonair Blutsucher. Ne, Brutsucher. Der hält gerade. Ah, ich erinnere mich. Genau. Ich werde hier nämlich demnächst jetzt von Vampirpiraten angegriffen. Die segeln nämlich hier schon. Genau, da sind sie schon. Segeln nämlich hier die Küste runter. Und Valkyria ist hier gerade. Und will sich Belakors Kopf holen. Genau. Also, wir haben Valkyria. Ihr seht, die habe ich schon auf Level 50 gebracht. Als Dämonenprinzessin von Khorne ist sie natürlich auch absolute Nahkämpferin. Und ich habe sie aber auch ein bisschen auf, ja, auf Buffen von Einheiten geskillt, weil sie hat im Vergleich zu Skarbrand, den wir aus dem Hauptspiel kennen, nicht ganz so viele Nahkampfqualitäten. Die hat jetzt 330 Waffenstärke statt, ich glaube, Skarbrand war am Ende bei 800. Ist aber, kann fliegen und ist ein bisschen schneller und hat halt mehr Möglichkeiten, ihre Truppen zu buffen. Was mir wichtiger war, als halt wieder so einen super kämpfenden Charakter. Angeschlossen ist halt hier der Cormac. Das ist ein Champion von Khorne. Den Pfad des Ruhms zeige ich euch gleich nochmal, der ist ganz interessant. Und ich habe hier schon einen, der ein Dämonenprinz geworden ist. Das zeige ich euch auch gleich noch. Und eben den Breonar. Mistress of Genau, Skulls. und für Valkyria gibt es halt eine Quest, die wir machen müssen, um den Speer zu erlangen. Das ist jetzt auch neu, weil bisher war es ja so, dass wir immer ja irgend so eine Aufgabenschlacht machen müssen. Und das ist jetzt nicht mehr so. Also wir brauchen nur noch für den Speer Sloipnir, oder für die Waffe eine Quest. Und den Schild und die Rüstung bekommen wir, wenn wir einfach Quests in der Kampagne erfüllen. Zum Beispiel erobere die Hauptstadt von Fraktion X oder gewinne ein Gefecht mit einer Unterlegenheit von 2 zu 1, sowas eben. Ne? Dann kriegen wir unsere legendäre Ausrüstung. Oh ja, hier sehen wir sie ja. Genau, die Mission, ja, man sieht jetzt nicht mehr. Wird auf 8, 12, 15 erteilt. Ja, man sieht jetzt nicht mehr, was man dafür machen muss. Naja. Genau, also. Die neue Fraktionsfähigkeit der Chaoskrieger nennt sich Slaves to Darkness. Das macht, dass wir am Anfang, also wenn wir als Valkyrier starten, dann bekommen wir hier diese Festung. Und wir haben einen Verbündeten. In diesem Fall die Mung. Diese Fraktion ist von Anfang an unser Vasall und die wirtschaftet für uns. Das heißt, wir haben keine eigene Wirtschaft oder keine nennenswerte eigene Wirtschaft, denn wir können grundsätzlich nur Städte in den Hauptstädten bauen. Das sehen wir jetzt hier und es gibt für uns nur ein Gebäude, das ist dieses hier, das Schatzhaus, was dann für uns Chaosgunst generiert. Das reicht aber nicht, um unsere Armeen zu versorgen. Was wir da machen können, ihr seht das hier schon, ist so ein Icon, wo dann Mung steht. Das heißt, wenn ich diese Hauptstadt einnehme, dann wird die Fraktion, zu der diese Hauptstadt gehört, automatisch mein Diener. Und das funktioniert bei allen Norska-Fraktionen und bei allen Chaoskrieger-Fraktionen. Ich habe das nämlich hier jetzt schon. Wo ist er? Da, der Palast des Zepnael. Doch, ich glaube, der Palast des Zerfalls ist das. Das ist die Hauptstadt von Siegwald. Und wenn wir die einnehmen, dann habe ich mir jetzt hier, wir sehen ihn hier, dekadente Herrscher, dann holen wir uns Siegwald als Sklaven quasi in unsere Fraktion und dann wirtschaftet er für uns auch mit und erobert auch für uns mit. Dementsprechend werdet ihr halt hier in diesem Fall. Oh, ich werde angegriffen. Wer ist das? Belakor. Kleine Drecksau. Ja, ich hole mir gleich so eine Hauptstadt. Dementsprechend haben wir so natürlich irgendwann sehr viele Vasallen und wenn wir die Wirtschaft intakt halten wollen, dann sollten wir wirklich immer so einen Herzschlag machen. Also wir gehen wirklich an Land, holen uns die Hauptstadt und damit die Fraktionen, damit wir halt die wichtige, ja, wie soll ich sagen, die wichtige Industrie halt dieser Norska-Stämme nicht unbedingt schwer beschädigen. Ich habe das hier zum Beispiel gemacht mit Verhängnisburg.
Da bin ich hier an Land gegangen, schnell hochgelaufen, habe das eingenommen und dann hatte ich jetzt hier die Nagelfahrringer einfach direkt eingegliedert, dass sie jetzt meine Diener sind. Er kann sich jetzt hier, holt er sich den Monolith des Katam, dann geht auch die Fraktion der Waage an ihn. Aber wenn ich mir jetzt seine Hauptstadt hole, dann geht Belakor an mich, weil er quasi an mich gebunden wird. Von daher ist es immer so ein Rennen mit der Zeit. Eine weitere Kampagnenmechanik sind hier diese Seelen. Die ernten wir immer, wenn wir irgendwas kaputt machen, also Städte, Einheiten, was auch immer. Und die geben wir dann aus, um sogenannte Gaben zu aktivieren. Ich habe jetzt hier erstmal nur einen drin. Die macht, dass ich mehr 100% mehr Einkommen von meinen, nee, ich habe zwei drin, von meinen Vasallen bekomme und dass ich mehr Geld kriege, wenn ich irgendwas plündere. Ihr seht, das kostet halt auch in jeder Runde so und so viele Gaben. Ich muss jetzt halt auch dringend gleich was einnehmen. Weil sonst werden die einfach deaktiviert und ihr müsst erst wieder sammeln und kriegt dann natürlich weniger Geld, was in diesem Fall nicht so toll ist. Bin ich ehrlich. Aber mein Demon Prince ist fertig geheilt. Das heißt, ich kann diese Runde noch überleben. Da ist Gombrindel drin, den sollte ich schaffen. So, und Breonair, Brutsucher. Der wird sich erstmal ein Stück nach vorne bewegen, glaube ich, weil hier irgendwo kommen gleich die Vampire an Land. Weil eigentlich sitzt er ganz gut hier. Nö, ich lasse den mal hier. Genau, ich würde sagen, wir machen jetzt mal eine Runde weiter. Dann seht ihr hier die Zugzeit auch ungefähr. Also zu dem Zeitpunkt jetzt sind es noch 89 Fraktionen. Selbst das dauert. Also gerade am Anfang mit 172 Fraktionen kann die Zugzeit unter anderem relativ lang sein. Was natürlich aber auch klar ist, weil das ist halt eine unfassbar riesige Karte. Also ihr seht, ich habe jetzt hier vielleicht 20% aufgedeckt. Geschweige denn, dass ich überhaupt einen Teil davon besitze. Weil es geht ja noch nach Süden weiter. Also das ist ja nicht, die ist ja noch nicht mal vollständig hier drauf, die Karte. Das ist schon krass. Also gerade vom Gigantismus her, die haben im Prinzip eigentlich die gesamte Karte von Mortal Empires, von Mortal Empires genommen. Plus eben den neuen Teil nochmal drangehängt mit Zusatzgebieten. Da gehe ich auch gleich noch drauf ein. Und das ist schon sehr spannend, meiner Meinung nach. So, jetzt werde ich hier nämlich angegriffen. Jetzt verliere ich die Waage. Das ist so. Da kann ich nichts gegen machen. So, zack. Jetzt sehen wir, dass er die Stadt eingenommen hat und jetzt gehören die Waage ihm. Und jetzt werde ich Belakors Hauptstadt hoffentlich gleich einnehmen. Genau, das sind jetzt hier wieder diese üblichen Sachen. Ich würde gerne mehr Geld haben, weil Geld ist immer super. Genau, Vasall hat mich jetzt verraten, weil Belakor sein neuer Meister ist. Oh, ich kann rückwärts so die Chaosbarbaren. So, dann hole ich mir jetzt seine Hauptstadt. Ich sehe gerade, Cormac darf vorher noch aufsteigen. Das ist sehr schön. Könnte sie direkt einnehmen. Ich warte aber eine Runde. Genau, ich habe den anderen ja noch, der kämpfen kann. So, dann Cormac darf noch aufsteigen. Dem habe ich fast alles an Nahkampffähigkeiten gegeben, weil der schlägt halt auch einfach zu wie ein rasender Bus. Korn halt. genau, so. Wo ist denn jetzt Bonbon dahin? Da. Dann hole ich mir jetzt erstmal seine Stadt. Da brauche ich nicht viel machen. Zack. Und weg damit. So. Kann ich mich in mein Gebiet bewegen? So, Breonair. Ja, wo sind die denn jetzt? Die sind noch nicht. Da fährt jetzt einer nach Konkata. Nö, so richtig schlimm ist es nicht. Dann lasse ich den mal bewegen. Dann rennt der nämlich auch hier mit in die Richtung. Weil genauso wie bei Belakor früher, wie bei Skabran früher, ist es halt hier wirklich so, dass man wirklich zusehen sollte, immer im Kampf zu bleiben als Korn. Damit man halt A, diesen Massaker-Level hier hochtreibt und B, damit man halt die Seelen sammelt, die man dringend braucht. Damit man halt diese Upgrades kaufen kann. Genau. So. Dark Princeling.
Und jetzt gleich die Folterschlucht noch, damit ich wieder ein bisschen mehr Seelen kriege. Eine Seele. Dann brauche ich hier einen Außenposten. Das kommt nämlich auch dazu, wir haben keine eigenen Siedlungen, wie gesagt, außer die Hauptstädte. Und können dann halt diese Außenposten bauen, wo in der Regel irgendwelche Buffs drin sind. Für unsere Verbündeten. Damit die eben zum Beispiel mehr Geld machen oder was auch immer. So, dann hätte ich gerne im aus dem Talentbaum Kostrolle, ja. Ungeteilter Helden will ich nicht, weil ich habe fast alles auf Korn ausgerichtet. So. Und jetzt würde ich mit Valkyr einmal Belakors Stadt einnehmen. Das hat sich richtig gelohnt. Ich würde nochmal 29.000 oder 5.000 Seelen kriegen. Aber ich will ja die Wannerheimlinge haben. So, das sind jetzt meine Verbündete. Jetzt muss ich mal gucken hier, was ist denn Belakors neue Hauptstadt? Die hier? Ja, Provinzhauptstadt Belakor. Altar der Blutrundenernte. Okay. Ja, kommen wir vielleicht nochmal zum Pfad des Ruhms. Was hat der denn hier? Ah, Chaos-Korruption. Ja, das tut mir leid. Genau, wir haben hier diese Fahrt des Ruhms-Mechanik. Ne, Moment, ich mache das mal hier anhand von dem hier. Wir haben die Möglichkeit, unsere Helden halt in einen Dämonenprinzen zu verwandeln. Entweder in die Fraktionen, die wir gerade spielen. Also ich habe jetzt in dem Fall ja Korn-Chaos-Krieger genommen. Oder in einen Undivided Dämonenprinzen. Das entscheidet sich daran, wir können ihm auf Level 3 ein Mal verpassen. Genau, was unserer Gottheit gewidmet ist. Oder wir lassen ihn ein Teil des ungeteilten Chaos sein. Und können uns dann halt entscheiden, was für einen Dämonenprinz wollen wir am Ende haben. Und dann gibt es hier diesen Pfad des Ruhms. Also der müsste jetzt hier zum Beispiel eine Schlacht verlieren und überleben. Der müsste eine Schlacht, in der man 2000 Truppen tötet, gewinnen. Und er muss 5 Schlachten gewinnen. Das ist gar nicht, also die hier ist einfach, die anderen beiden hier sind gar nicht so einfach. Und diese Attribute sind immer zufällig. Also das ist immer was anderes. Ich kann mal gucken, ob ich hier bei meinem Dämonenprinzen die noch sehe. Ja genau, die hatte ich alle erfüllt. So, verliert eine Schlacht und überlebt, das hat er schon mal geschafft. Wählt nach einem Gefecht Gefangene zu töten, habe ich gemacht. Und gewinnt eine Schlacht gegen ein beliebiges Dämonenvolk. Das ist halt auch nicht so schwierig. Dementsprechend ist der jetzt schon zum Dämonenprinzen geworden. Was dazu kommt... Sobald der Charakter zu einem Dämonenprinzen aufsteigt, wird er vom Level her quasi einmal zurückgesetzt. Der war schon Level 20, war schon gut geskillt, aber er bekommt halt einen riesen Bonus in Sachen Lebenspunkte, Rüstung und Waffenstärke. Dafür wird halt das Level wieder runtergesetzt quasi. Und er ist wieder verlierbar, weil normalerweise ab Level 20, ne, kennen wir ja schon hier, die Unsterblichkeit. Dann ist der Charakter nicht mehr, also der kann zwar getötet werden im Kampf, aber kommt dann halt wieder. Und das ist jetzt nicht mehr so. Wir sehen jetzt hier auch schon dieses Symbol. Das ist, glaube ich, auch neu. Wenn wir ein bestimmtes Level erreichen, dann bekommen wir bestimmte Fähigkeiten aus dem Skilltree inzwischen geschenkt. Das war zum Start der letzten Kampagne ja auch noch nicht so. Also zu Warhammer 3. Das ist jetzt aber dabei. Und das ist sehr schön, wenn ich ehrlich bin. Weil wir so zum Beispiel auch Reittiere automatisch kriegen, sobald wir ein bestimmtes Level erreicht haben eben, ne? Und das hat mich früher mal genervt, so diese, jetzt muss ich die Tiere noch skillen, wo ich die gar nicht will, die anderen beiden zum Beispiel. Das ist jetzt egal. Genau. Genau, das Auge der Götter ist auch nochmal ganz interessant. Je mehr von diesen Gaben, also diese hier, wir drin haben, desto schneller generieren wir hier Punkte bei den Göttern. Und wenn wir den Blick der Götter kriegen, dann kriegen wir irgendeinen richtig mächtigen Bonus. Also es kann zum Beispiel sein, dass wir eine super starke Einheit kriegen zum Start des Spiels. Ich habe zum Beispiel 5 Runden lang einen Bloodthirster rekrutieren können.
Oder wir bekommen Geld, oder wir bekommen Erfahrungspunkte, oder unsere Verbündeten bekommen irgendwas. Das kann auch sein, dass alle Verbündeten zum Beispiel einen guten Charakter kriegen, was auch immer. Und genau. Was es noch gibt, oder ja, guck mal eben mal, ne? Also ihr seht schon, die Karte ging eben bis hier so. Wir haben jetzt ganz Erebi noch mit drin, das ist jetzt natürlich nicht aufgedeckt. Wir haben ganz Lustria bis unten, die Spitze mit drin. Und wir haben hier Kathay. Und das Interessante ist, wir haben hier bereits die Landmassen von Kurisch und Ind. Und das Jademeer hier unten irgendwo ist Nippon. Das heißt, wir werden auf jeden Fall diese DLCs noch sehen. Da bin ich mir todsicher, weil sonst hätten sie das nicht schon in die Kampagnenkarte gepackt. Genau, was gibt es noch zu sagen? Ja, was es noch gibt, ist, es gibt sogenannte Endszenarios. Diese Endszenarios können wir triggern ab einem bestimmten Moment. Und die sind immer mal Events im Spiel. Und die sind relativ unterschiedlich. Da kann es zum Beispiel sein, dass wir eine Dämoneninvasion haben. Es kann auch sein, dass wir. Ja, nee, nicht Nachtelfen, Entschuldigung, das Wort World of Warcraft. Dass wir Waldelfen haben, die wilde Jagd ausrufen und dann alles marodierend über alle Länder rüberlaufen. Es kann sein, dass wir eine Plünderparty von Piraten haben und, und. Und das sind so Events, die triggern können und die sind dann meistens ziemlich heftig, weil die relativ unvorhergesehen kommen. Und dann in großer Stückzahl sind. Also die sind so ein bisschen vergleichbar mit diesen Chaos-Invasionen, die wir jetzt in den letzten beiden Spielen hatten. Sind aber deutlich gefährlicher, muss ich ganz klar sagen. Die sind cool, bieten Abwechslung und lockern so die Kampagne nochmal ein bisschen auf. Vielleicht auch noch zu den Kampagnenzielen. Also es ist von Creative Assembly jetzt so, dass sie nicht vorgeben, dass man die gesamte Karte erobern muss, sondern. Der Kampagnensieg, ich kann ja gerade nochmal gucken hier, die Siegbedingungen. Ne, das ist die Kriegszielkoordination. Zielvorgaben, genau. Dass wir für die Siegbedingungen halt in der langen Kampagne 13 von diesen Dingern kontrollieren. Dann haben, ne, das ist der kurze Sieg, genau. Und die lange Kampagne ist halt 80 Siedlungen. Und wir müssen diese Fraktionen halt aus. Oh, da sind schon einige ausgelöscht. Kathay, Hexwartel fehlt noch, da bin ich auch in der Nähe. Koron bin ich in der Nähe. Zwerge, gut, die sind weit weg und Reikland. Ja, das ist machbar. Und Vorherrschaftssieg ist halt alle Siedlungen, die. Also 272 Siedlungen niederbrennen. Verschiedene, wohlgemerkt, ne? Also nicht nur dieselbe. Ja. Dann, wo ich hier Breonair gerade habe, gibt es noch die sogenannten. Kriegerscharverbesserung. Das ist ein Levelsystem für die einzelnen Einheiten. Nehmen wir mal hier zum Beispiel einen Chaoskrieger. Diesem Chaoskrieger kann ich jetzt einfach, wenn er ein bestimmtes Level erreicht hat, in diesem Fall Rang 7, zu einem Chosen weiterentwickeln. Das heißt, ich muss die Einheit nicht rekrutieren, sondern ich zahle einfach einen kleinen Preis und die Einheit wird aufgerüstet. Oder halt, ich kann sie auch zu einem Chaosritterregiment machen. Was ich aber auch machen kann, ist, ich gebe denen das Mal des Korn. Und sage zum Beispiel, ich hätte gerne aus normalen Chaoskriegern die Doppelaxt-Kornkrieger, die haben natürlich wesentlich mehr Nahkampfangriff, gebe 185 aus, blub, und die Einheit ist jetzt zu einer Korneinheit geworden. Das gleiche geht auch für Dämonen-Einheiten, dann kann ich zum Beispiel hier die Verstoßenen zu Chaosbruten machen. Chaosbruten sind tatsächlich gar nicht so schlecht, am Anfang habe ich immer gedacht, so ja, warum sollte ich das tun? Aber die sind tatsächlich sehr, sehr gut. Das geht auch mit Chaosrittern. Dann können wir die. Was ist das? Das habe ich noch gar nicht gemacht hier. Das sind die hier mit Lanzen, ne? Ja, genau. Dann würde ich die gerne zu denen mit den Lanzen machen. Plupp. Und sie haben das Mal des Korn gekriegt und sind jetzt eine anders ausgerichtete Einheit. Das Ganze geht auch mit Blattlettern, damit die halt zu erhabenen Blattlettern werden und so weiter. Das ist ganz cool. Also grundsätzlich kann man sagen, haben wir fast vollständigen Zugriff auf. Den gesamten Einheitenross. Oh, hallo. Da könnte ich mir jetzt Gumbrindle snacken. Das gefällt mir ganz gut. Ich denke mal, das ist ein schöner Abschluss. Komm ich bis hin?
Jawohl, komme ich. Und ja, ne? Also ihr könnt eigentlich jede Einheit aufrüsten, die es gibt. Oh, mehr Waffen schon. Das kriegen doch bitte mal die Drachenoger. Und dann würde ich sagen, ab geht's. Es ist auf jeden Fall eine spannende Mechanik, meiner Meinung nach. Die macht Spaß, mit den Einheiten auch mal rumzuprobieren. So, die ist, ja, wie sind die denn? Oh, wie sind die? Kann man die vielleicht mit dem kombinieren? Kann ich die dann dazu machen? Und das ist halt bei den vier spezifischen, also bei Azazel, bei Vilinch, bei Festus und bei Valkia, halt jeweils an ihre Gottheit gebunden. Das heißt, wir können die nur zu Slaanesh, Khorne, Nurgle oder Tsiinch machen. Bei Belakor und bei den anderen dreien, wenn wir den ersten Chaoskrieger DLC haben, ist es so, dass wir alle vier Marks verteilen können und dann einen Zugriff auf den gesamten Einheitenkader auch von allen vier Göttern haben. Aber der ist dann beschnitten. Also da haben wir nur Zugriff auf die kleinen Dämonen zum Beispiel. Ich glaube, die ganz großen kriegen wir gar nicht. Da habe ich nicht genau nachgeguckt. Müsste man mal nachgucken. Aber ich meine, wir haben keinen Zugriff auf die ganz großen Dämonen. Von denen dann, dass du quasi. Ja, der Nachteil dann, ne? So, dann sind wir jetzt hier in der Schlacht. Ich habe einen Bloodthirster dabei, das ist schon mal gut. Die sind auch da. Ja, eigentlich stehen die ganz gut hier, die Kanonen. Ich verteidige mal ein bisschen. So, dann Bluthunde. Oh ja, die haben richtig Bock. Die stelle ich mal hier an die Seite, dass sie gleich in die Flanken fallen. Und ansonsten ist Khorne sowieso nur stupide drauf. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal an mit ein bisschen Ballern. Der Todbringer einmal da rein. Oh ja, das macht Schaden. Trifft er? Oh, wie der trifft. Haben die Fernkämpfer? Oh, kommen da ist sehr müde, das ist ja ärgerlich. Ja, würde ich sagen. Immer rein ins Getümmel. Das machen wir schützen. Nee. Die sollen da hin. So. Ja, die können jetzt natürlich nicht mehr schießen. Oh, das ist auch nicht ganz so wild. Das hier ist eine geile Fähigkeit, Klinge des Khorne. Das ist quasi wie die Atombombe von den Skaven. Ich kann es dir mal zeigen hier, aber meine Einheiten können da eh nicht fallen, wirklich. Dann wird ein Schwert kanalisiert und geht dann in den Boden rein und macht halt verheerenden Schaden. Und ich kann jetzt hier mal überall den Nahkampf massiv hochballern. Kriege ich Bommel da getötet, oder?
Ja. Sehr schön. Der Demon Prince ihn einfach mal weggeklatscht. So, wer lebt noch? Die Einheit lebt noch. Witness me, Godson. Was ist das für eine Einheit? Wieso stand das drin? Riesenslayer. Achso, die sind unerschütterlich, die können nicht weglaufen. Dementsprechend müssen die jetzt halt einfach weggeklieft werden, genau. Sehr schön. Ja, war jetzt nicht so verlustreich tatsächlich, aber ihr seht, oh, hier die Blattblätter 51 in der kurzen Zeit. dass auch so ein Demon Prince ganz schön hart zuschlagen kann. Der hat Gombrindal komplett aus dem Leben gehauen. Ja, aber das war im Großen und Ganzen tatsächlich schon die großen Änderungen. Die Immortal Empires Kampagne ist wirklich, wirklich toll. Es macht richtig Spaß. Ich spiele momentan relativ viel, soweit es mir die Zeit erlaubt. Kann ich wirklich nur empfehlen. Und ja, wenn ich eine Wertung geben müsste, auch für den Chaoskrieger-DLC, wäre der sehr hoch, weil der macht extrem Spaß. Die Einheiten sind cool. Die neue Kampagnenmechanik von denen ist richtig klasse. Also ich würde sagen, 8,5, 9 würde ich dem schon geben, tatsächlich. So ein paar Sachen haben mich genervt, vor allem die Startposition in Immortal Empires, weil gerade Valkia und gerade Belacor sind am Anfang richtig, richtig in Bedrängnis. Weil entweder hat man halt die Dunkelelfen, die Riesenfraktionen haben schon am Anfang, oder man hat Bretonnia. Und Bretonnia ist gegen Belacor halt einfach so ein Hardcounter und die segeln einfach mal hoch in Runde, was weiß ich, 15. Und dann kriegt man schon relativ schnell Probleme, wenn man sich da nicht aufgebaut hat. Vielleicht da der Hinweis, dass das gar nicht so einfach ist. So, wir haben jetzt hier 5000 Erfahrungen gekriegt für Gombrindal und wir können jetzt hier die Gefangenen an Khorne opfern. Bumm. Und der Zwerg ist Matsch. Was haben die denn überhaupt noch für... Haben die überhaupt noch Städte? Haben die Zwerge noch Städte? Ja, eine Stahlfrostgipfel. Ja, ich würde sagen, den holen wir uns, sag ich mal. Den holen wir uns doch direkt mal. Nee, so erstmal ein bisschen... Glorious Tools of Chaos. Valkia the Bloody. Consort of Khorne. Da kommt Belacor. Bringer of Glory. Und ich würde mich jetzt hier einfach mal... Wie weit kann ich mich noch bewegen? The lack of fighting agitates me. Dahin. Be quiet. Und den Hinterhalt legen. So. Ja. Ich würde sagen, das war's. Das war die kurze Preview zur Immortal Empires Kampagne und zu dem Chaoskrieger DLC. Ja. Schaut gerne mal bei unserem Partner Shock 2 vorbei und ja. Hinterlasst da mal auch im Forum bitte als Kommentar quasi, wie euch das Video gefallen hat, wie euch der DLC gefallen hat. Vielen Dank sowieso an Shock 2 und auch an Sega, die mir wieder den Key zur Verfügung gestellt haben, dass ich hier reingucken konnte für euch. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, hören uns beim nächsten Podcast oder lesen uns beim nächsten Artikel. Bis dahin. Ciao, ciao.